without the light or the darkness come. Hold through the night, the shadows will run. Fend off the enemy, sing out the jubilee with all the fire we can breathe. We're singing all day and you can't tame it. High tide, low tide, you know, night time, morning time, yeah. We're going strong, heading up, down the river. Oh Lord, I feel the reveling, I feel a change on the rise. Bevor der Vlog jetzt losgeht, ich bin extrem stolz auf mich. Ich habe auf Spanisch nach dem Weg gefragt und habe eine Busbeschreibung für drei verschiedene Optionen gekriegt und habe alles verstanden. Ich bin Spanisch-Profi, aber keine Ahnung, ob ich es überhaupt rechtzeitig schaffe, weil es ist ein weiter Weg. Vielleicht schlafe ich ja irgendwo auf der Straße oder im Hotel oder keine Ahnung. Viel Spaß mit dem Vlog. Also ich bin gerade am Schneiden und mir fällt auf, ich habe kein Intro gemacht, sondern bin direkt eingestiegen. Und deshalb sage ich einfach von Schnittbüro aus Servus und herzlich willkommen zum Vlog Part 10. Also ich bin gerade mit dem Taxi, was da wegfährt, zur Bushaltestelle gefahren und ich habe keine Ahnung, wann der Bus fährt, weil er ist heute in der Früh um 6.30 Uhr abgefahren in San Jose. Jetzt ist es 9 Uhr. Je nach Verkehr kommt er bald oder nicht bald. Was mir gerade aufgefallen ist, ich habe jetzt die zweite Wasserflasche vergessen. Heißt, nicht nur, dass ich die saure Filterflasche verloren habe, das war im Bus. Nein, jetzt habe ich auch noch meine geliebte FC Basel Flasche verloren oder vergessen. Und ich habe absolut kein Wasser für den Tag dabei. Ungut! Meine Busfahrt ist dann von außerhalb von Quepos bis nach Puerto Jiménez gegangen. Und dabei haben wir auch noch den Golf mit einem Boot überquert, wo ich dann die Wale und Delfine gesehen habe. Die einzige Sache, die ich da in Puerto Jiménez eigentlich gemacht habe, war mit einem Kanu und einem Guide zusammen in den Mangrovenwald zu fahren. Dazu sind wir zuerst dem Strand entlang gefahren. Ich habe gehofft, dass ich da nochmal Wale oder Delfine oder sonst irgendwas Cooles sehe und habe dann sogar eine Schildkröte vorbeischwimmen gesehen. Leider haben wir aber leider einen Kopf gesehen, weil das Wasser ein bisschen undurchsichtig war. Nach so einer Stunde Paddeln haben wir dann eine Pause an einem Strand gemacht, wo absolut kein Mensch war, weil man da absolut nur mit dem Boot hinkommt und es keine andere Möglichkeit gibt. Der Guide hat mir dann eine Ananas hergerichtet und beim Essen habe ich dann die Wellen angeschaut, die mich immer wieder faszinieren, weil sie da speziell extrem cool ausschauen, da sie direkt am Strand brechen. Später bin ich dann auch noch kurz baden gegangen, was aber nicht unbedingt die beste Idee war, weil ich mit einem normalen Hosen eingegangen bin und die Säcke danach komplett voll mit Sand gewesen sind. Danach haben wir unsere Kanus über den Strand auf die andere Seite gezogen, wo der Fluss ist, der in den Mangrovenwald einführt. Und jetzt schaut euch mal den Mangrovenwald an. Ich habe, als ich als Kind war, mal so an Dokumentarfilm über Mangrovenwälder angeschaut, speziell weil es da drin um Tiger gegangen sind und ich habe dann immer gedacht, dass das absolut nur in Asien möglich ist, sowas zu sehen.
Aber tatsächlich muss man nicht so weit, man muss nur nach Costa Rica, gut, ist Arbeit, um das zu sehen. Ich habe irgendwie immer so das Gefühl gehabt, an der nächsten Ecke springt dann irgendwo der Tiger aus dem Wald raus. Wäre aber zu schön, um wahr zu sein. Wir sind dann immer tiefer mit dem Fluss in den Mangrovenwald hineingelangt. Ich habe Leim mit der GoPro auf dem Kopf und zwischendurch mit der Kamera gefilmt. Und deshalb habe ich leider nicht allzu viel von der Tierwelt filmen können. Aber ich kann Ihnen versichern, beim Vorbeifahren habe ich Millionen Krebse gesehen und sehr viele Affen. Ebenfalls gibt es da in den Mangroven sehr viele verschiedene mittelgroße Vögel, die da beheimatet sind. Es ist geradezu ein Vogelparadies hier. Umso ironischer ist es, dass ich kein Ansehen vor der Linse gekriegt habe, aber ich habe sehr viele gesehen. Der Guide hat mir dann erklärt, dass es sehr viele Fischarten da reinkommen, um ihre Kinder zu kriegen. Und nicht nur die Kleinen, sondern es können sogar Haie da reinkommen. Die habe ich aber nicht gesehen. Stattdessen sind aber immer wieder ein paar kleinere Fische schnell weggetaucht, wo wir vorbeigefahren sind. Typisch für einen Mangrovenwald sind die Bäume mit ihren speziellen Wurzeln, wie man da sehen kann. Sie dienen den Bäumen dazu, Stabilität zu kriegen und Sauerstoff zu erlangen. Der Wald ist sehr besonders, weil in Costa Rica bis in die 80er Jahre eine gewaltige Abholzung stattgefunden hat. Und das hier ist einer von den wenigen Wäldern, der nicht erst ab den 80er wieder angepflanzt worden ist, sondern von der gewaltigen Abholzung verschont worden ist. Während der gesamten Fahrt herrscht ein unglaublich guter Geruch. Der stammt von den verschiedenen Blüten, die auf die Sträucher entlang vom Fluss wachsen. Ja, und dann ist die Kanufahrt nach ungefähr 4 Stunden auch schon vorbei gewesen und wir sind wieder heimgefahren. Daheim habe ich mir am Abend wieder mal Spaghetti mit Pesto gemacht, absolute Besonderheit in Costa Rica. Und auf einmal habe ich dann Besuch von einem kleinen Kerl gekriegt, der sich gedacht hat, ja, Spaghetti Pesto ist was Besonderes, von dem möchte ich auch gern ein bisschen was haben. Und normal sollte man das zwar absolut nicht machen, aber weil er so lieb gefragt hat, habe ich ihm dann echt was gegeben. Und keine Sorge, das ist eine leere Spaghetti ohne Pesto oder sonstigen Blödsinn drauf. Die Dusche in Quepos war ja schon richtig geil, mit dem Modus, dass ein wunderbares Geräusch erklingt. Aber die Dusche hier ist noch geiler. Wir drehen das Wasser auf und jetzt Achtung, es wird dunkel. Es gibt so einen Dimm-Effekt, wie geil. Ich gehe gerade vom Supermarkt zurück heim am letzten Tag von Puerto Viejo. Blödsinn, Puerto Viejo, Puerto Jiménez. Jedenfalls habe ich bin nur 2 Tage da gewesen und deswegen ist keine Ausrede, aber ich habe eigentlich nicht wirklich geflockt. Ich habe jede Menge Videos gemacht. Und zum derzeitigen Standwert ist wahrscheinlich jede Menge Voice-Over gehört haben. Aber Vloggen hat mir einmal gar nicht zart dafür, muss ich sagen. Ich habe Video geschnitten und deshalb wird es mittlerweile wahrscheinlich eher wieder up-to-date sein, weil ich tatsächlich mich dazu überredet habe zu schneiden, trotz der extremen Hitze. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen möchte eigentlich ist, dass ich jetzt gerade herausgefunden habe, dass Wasser erst ab 6 Liter billiger sind als Bier. Und deshalb trinke ich heute Abend 2 Dosen Bier, statt das sauteure Wasser zu trinken. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, einen Daumen nach oben, dann wird man auch loben. Es hat mich sicher gefreut, dass es mal ein kürzeres Video geworden ist. Bis
zum nächsten Vlog in Uvita. Servus und Heil.